Die Westwood Studios machten Filmvorlagen zu Videospielemeisterwerken, programmierten Klassiker in gleich drei Genres und erfanden sogar ein komplett neues Genre. Dennoch endete ihr Siegeszug abrupt. Was in über 20 Jahren Firmengeschichte geschah, erfahrt ihr in den kommenden Minuten. Lewis Castle wollte Architekt werden. Dafür studierte er bildende Kunst an der University of Nevada und jobbte nebenbei für einen Hungerlohn bei der Stadtverwaltung von Las Vegas. Von dem Ersparten kaufte Lewis sich einen Apple II und entdeckte auf diese Weise, dass es viel einfacher war, seine Arbeit am Computer zu erledigen. Statt sein Architekturstipendium an der Arizona State University anzunehmen, entschloss Lewis sich, programmieren zu lernen und nahm währenddessen einen Job im Computerladen Century 23 an. Brett Wesley Sperry war hingegen in Connecticut aufgewachsen. Hätte Lewis weiter studiert, hätten sie sich vielleicht an der Arizona State University kennengelernt, wo Brett Psychologie und Architektur studierte. 1979 war er mit seinen Eltern nach Las Vegas gezogen, hatte sich selbst Programmieren beigebracht, bei Firmen wie iMagic und Epix Erfahrung auf dem Gebiet gesammelt und war seitdem freiberuflich tätig. Wie vor der Entstehung des Internets üblich, trafen sich gleichgesinnte Nerds damals an Orten, wo es möglichst viel Hard- und Software gab. Im Fall der örtlichen Apple-Fangemeinde war das Lewis Century 23 Laden. Als Brett Sperry eines Tages einen Ausdruck brauchte, wandte er sich an Verkäufer Lewis Castle, der ihn zu sich nach Hause einlud. Es entstand eine Freundschaft, die im März 1985 zur Gründung von Westwood Associates in der Garage von Lewis' Eltern in einem Vorort von Las Vegas führte. Ein Name, den das 21-jährige Duo wählte, weil sie so begeistert von dem Entertainment meets Professional Charakter Westwoods in Kalifornien waren. Und weil sie glaubten, für gute Produkte bräuchten sie ein Team, fügten sie Associates hinzu, wie es Rechtsanwälte und Makler taten. Durch Bretts Programmiererfahrung und Kontakt zu Epix wurde ihr erster Auftrag, deren drittes Spiel Temple of Epshai für den Mac zu konvertieren. Das Duo erledigte den Auftrag in einem Monat. Doch Epix gefiel die erste Version nicht, da sie gegenüber dem Original gänzlich in Echtzeit ablief. Epix war der Überzeugung, sie könnten es Spielern nicht zumuten, komplizierte taktische Entscheidungen unter Zeitdruck zu treffen. Also mussten die beiden erneut Hand anlegen. Die $18.000 des Auftrages deckten gerade mal ihre Anschaffungskosten. Aber es folgten weitere Konvertierungsaufträge von Epix wie Winter Games, World Games und California Games. Sie gaukelten Epix vor, eine erfolgreiche Firma zu sein, indem sie für einen Besuch ihres Epix-Auftraggebers Bob Lindsay die Suite eines Hotels anmieteten, die zufälligerweise mit einer Empfangsdame daherkam. Ein Jahr nach Westwoods Firmengründung zogen sie den ersten Auftrag für SSI an Land. Strategic Simulations Inc. war damals überwiegend für ihre meist rundenbasierenden Kriegsspiele bekannt. Road War 2000 vom Apple II auf den C64 zu konvertieren, wurde Westwoods erste SSI-Aufgabe. Begeistert von ihrer Arbeit überließ SSI Brett und Lewis in direkter Folge die Entwicklung eines Questron-Nachfolgers. Die Zusammenarbeit trug auf beiden Seiten Früchte, denn 1987 vergab TSR zum ersten Mal die Dungeons & Dragons Lizenz an eine Videospielefirma, um welche sich neben SSI auch Electronic Arts, Origin Systems und Sierra Online Systems beworben hatten. Statt TSR nur einen Spielvorschlag zu unterbreiten, wie es die Konkurrenz tat, preschte SSI mit dem Vorschlag voran, eine ganze Reihe von D&D-Rollenspielen zu entwickeln und demonstrierte ihr Können durch verschiedene Grafikdemos. Die Demonstration, welche TSR überzeugte, SSI die Lizenz zu geben, kam laut Firmenchef Chuck Krogel von den Westwoods Associates. Trotz dieser beeindruckenden Leistung beschränkte sich das Duo nicht auf SSI-Produkte. 1988 versuchten sie sich mit Marssager für Electronic Arts zum ersten Mal an einem selbsterdachten Action-Strategiespiel.
Abgestürzt auf dem Mars sollte sich der Spieler mit Aufträgen Geld für den Weiterflug erarbeiten und entdeckte dabei eine Verschwörung zur Vertuschung von außerirdischem Leben. Es folgten zwei rundenbasierende Battletech-Strategiespiele für Infocom, bis sich das Duo auf D&D-Rollenspiele für SSI einpendelte. Verglichen mit der SSI-internen Goldbox-Reihe war Hillsfar ein eher ungewöhnliches Rollenspiel. Der Spieler durfte sich wie üblich einen Charakter aus den typischen D&D-Völkern und Klassen erstellen. Was dann jedoch folgte, war stark actionlastig. Der Spieler musste bereits den ersten Ritt nach Hillsfar selbst bestreiten, was bedeutete, in typischer Jump'n'Run-Sidescroller-Manier mit dem Pferd über Büsche, umgefallene Bäume und Pfützen zu springen. In der Stadt wechselte das Spiel in eine Obenansicht und beim Erkunden von Höhlen in eine Ich-Perspektive. Zudem mussten weitere Minigames wie Arena-Kämpfe oder Schlösserknacken absolviert werden. Hillsfar wurde 1989 mit über 78.000 verkauften Exemplaren der erste finanzielle Erfolg für Westwood Associates. Mit dem folgenden Dragonstrike erfüllte sich Lewis einen Kindheitstraum. Er wollte schon seit seiner Schulzeit etwas zum Dragonlance-Universum beitragen und verwirklichte diesen Wunsch in einem 3D-Drachenkampfsimulator. Der Spieler steuerte einen mit Lanze bewaffneten Ritter auf dem Rücken eines Drachen. Er konnte zudem mit Klauen sowie dem Odem des Drachen angreifen und besaß eine magische Kugel, die als Radar funktionierte. Dragonstrike war das letzte Spiel, was Lewis komplett allein programmierte. Seine 3D-Engine berechnete Fraktalgelände in Echtzeit und das Bildkompressionsverfahren des Spiels verwendete Lewis später für die Videosequenzen von Command & Conquer wieder. Die Magazine lobten Dragonstrike für die wunderschöne VGA-Grafik und das äußerst innovative Spielprinzip. SSI verkaufte 1990 34.000 Exemplare von Dragonstrike. Ihr erster Durchbruch und gleichzeitig größtes Projekt erschien im Januar 1991. FTL Games hatte ein paar Jahre zuvor Dungeon Master auf dem Atari ST herausgebracht. Brett wollte solch ein Spiel mit Dungeons & Dragons Regeln sowie einer höheren Farbpalette auf PC und Amiga realisieren. Damals herrschte die allgemeine Meinung vor, D&D-Regeln müssten aufgrund ihrer Komplexität stets rundenbasierend ablaufen. Tatsächlich musste das Westwood-Team einige Regeln verbiegen, um Eye of the Beholder möglich zu machen. Westwood versteckte beispielsweise Erfahrungspunkte unsichtbar auf den Gängen der Dungeons, um die normalen D&D-Erfahrungspunkte-Kurve aufrechterhalten zu können. Chuck Krogel von SSI und Jim Ward von TSR setzten sich mit Brett Sperry zusammen, besprachen das Grundkonzept und vertrauten dann auf Bretts Vision des Spiels. Westwood hatte mittlerweile 8 Mitarbeiter eingestellt. 2 Drittel davon kümmerten sich um Eye of the Beholder und dennoch war das RPG stolze 18 Monate in der Entwicklung. Brett kümmerte sich um das Benutzerinterface, während ihr neuer Chefgrafiker Rick Parks sich den Animationen widmete und Joe Bostick programmierte. Ähnlich wie beim Dungeon Master Original steuerte der Spieler eine vierköpfige Gruppe schrittweise mit 90 Grad Drehungen durch ein dreidimensionales Dungeon. Eine drastische Änderung gegenüber SSIs Goldbox Games mit deren Sechsergespann. Was bedeutete, der Spieler musste seine typische Klassenauswahl überdenken. Andererseits verzichtete Eye of the Beholder gänzlich aufs Schlösserknacken und Stehlen, wodurch Schurken überflüssig wurden. Die typische Gruppe lief auf eine Paladin-Kämpfer-Kombo an der Front und Zauberer sowie Kleriker in der hinteren Reihe hinaus. Im späteren Verlauf des Abenteuers war es dem Spieler jedoch möglich, 2 weitere Gefährten aufzulesen. Beginnend mit der Kanalisation von Tiefwasser machte die Geschichte Anspielungen auf die Politik der Stadt, lenkte dann die Aufmerksamkeit auf den Drow-Mythos und führte über die unterirdischen Siedlungen der Zwerge zu Xanatars Hort. Westwood übertraf sich bei der grafischen Aufmachung des Dungeon Crawlers selbst. Die Decken, Wände und Böden fingen jede Umgebung mit individuellen Grafikstilen ein und spiegelten exzellent die Architektur der Dürger etc. wider. Dabei versteckten die Entwickler geschickt geheime Schalter und Druckplatten für die Puzzles. Der Spieler musste für ein paar Rätsel sogar in frühere Level zurückkehren, wo sich plötzlich neue Gänge geöffnet hatten.
Das alles völlig ohne Automapping-Funktion. Eye of the Beholder wurde zusammen mit Panzergeneral zu SSIs größtem damaligen Erfolg. Es heimste augenblicklich 95% Wertungen ein. SSI produzierte ihre Spiele zu der Zeit in 20.000er Stückzahlen. Als sie diese von Eye of the Beholder auslieferten, waren sie augenblicklich vergriffen. Genauso die zweite und dritte Charge. Die Verkäufe wuchsen bis auf 131.000 Exemplare an. Bei einem derart großen Durchbruch war klar, dass der Nachfolger Eye of the Beholder 2 The Legend of Dark Moon direkt in Produktion ging. Da Westwood Associates die Engine und den meisten Code beibehalten konnte, fokussierten sie ihre Arbeit auf das neue Leveldesign, den Plot und das Gameplay. Die erste spürbare Veränderung war die Außenwelt. Während Konkurrenzprodukte wie Might and Magic, Ultima oder Wizardry generell Freiluftareale umfassten, hatte sich Eye of the Beholder nur auf unterirdische Dungeons beschränkt. The Legend of Dark Moon begann mit einem Waldspaziergang, der zu einer riesigen Tempelanlage führte. In dieser beschwor der Hohepriester Drendragor eine Armee von Skelettkriegern. Nachdem die Heldentruppe sich in den letzten der drei Türme vorgekämpft hatte, entpuppte sich Drendragor als ein roter Drache. Eye of the Beholder 1 war zudem für das bessere Leveldesign gegenüber seinem geistigen Vorgänger Dungeon Master gelobt worden. Für Teil 2 wollten sie die Messlatte weiter anheben und entwarfen deutlich schwierigere Puzzles, die einigen Spielern im Nachhinein zu heftig waren. Eine weitere gemeine Idee war der Schurke Incel, den die Spieler während ihres Abenteuers einsammeln konnten. Der kleine Bastard brannte bei der ersten Rast mit einem Teil der Beute durch. Eye of the Beholder 2 erschien noch im selben Jahr wie Teil 1 und somit pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Es verkaufte zwar nicht mehr ganz so viele Exemplare wie der Vorgänger, machte Eye of the Beholder aber dennoch zu SSIs erfolgreichster Spielereihe neben den Goldbox Games. Westwoods nächste beiden Rollenspiele für SSI sollten eher als Experiment oder Rückschritt betrachtet werden. Mit Order of the Griffin versuchten sie sich nach dem Dragonlance und Forgotten Realms Setting an einem Mystara-Game mit den typischen rundenbasierenden Kämpfen. Das D&D-Rollenspiel erreichte kaum Aufmerksamkeit, da es ausschließlich für die PC Engine entwickelt wurde, eine Konsole, mit der NEC versuchte, den Videospielemarkt zu erobern und kläglich scheiterte. Warriors of the Eternal Sun für Segas Mega Drive nutzte das Hollow World Kampagnenset. Das ebenfalls rundenbasierende RPG mit seinen wählbaren Adventure- und Dungeon-Modi brachte es gerade mal auf eine 62% Durchschnittswertung. Ein mindestens ebenso geliebtes Genre wie das der Rollenspiele waren zu der Zeit Adventures. Zunächst geprägt von Sierra Onlines Parser-Systemen und dann noch populärer geworden durch Lucasfilm Games Point-and-Click-Adventure-Reihen, wie zuletzt Monkey Island. Brad fand die Eingabe von Open Door und Lock Door ebenso lachhaft wie die Lucasfilm und Delphin Software-Konkurrenz. Deshalb entwickelte er ein Prototyp, bei dem alles per Maus gesteuert werden konnte. Was im August 1992 zum ersten Teil ihrer ursprünglich Fables and Fiends, heute Legend of Kyrandia, betitelten Reihe führte. Einem bezaubernd aussehenden und ebenso humorvollen Adventure, bei dem der Spieler als Prinz Brandon dem Hofnarr Malcolm hinterherjagte, weil dieser seine Eltern ermordet hatte und alles und jeden mit einem mysteriösen Edelstein in Stein verwandelte. Brandon selbst entdeckte erst im Verlauf der Geschichte seine eigenen magischen Fähigkeiten zur Bereinigung von Malcolms Schandtaten. Wie üblich stolzierte der Spieler dafür bildschirmweise durch eine farbenfroh gezeichnete Fantasy-Welt. Legend of Kyrandia umfasste satte 231 Orte, auch wenn ein paar davon schlichtweg aus anders platzierten Objekten bestanden, wie dem Wald oder dem Strand des Spiels. Als kleine Hommage an die Infocom-Text-Adventures It's Pitch Black umfasste das ein etwas nerviges Labyrinth, in dem Feuerbären gepflückt werden mussten. Das genaue Gegenteil der altertümlichen Adventures war Westwoods Multiple-Choice-Dialogsystem, wodurch sich Gespräche verselbstständigten. Ein weiterer Makel war das Edelsteinrätsel am Marmoraltar, auf dessen Lösung das Spiel keine Hinweise gab.
Von diesen beiden Punkten abgesehen, wirkte Legend of Kyrandia durch seine leichten Rätsel und extrem ansprechende Grafik besonders auf Neulinge des Genres anziehend. Legend of Kyrandia kassierte Wertungen bis 93% und pendelte sich bei einer 87% Durchschnittswertung ein. Die Tester beschrieben es als eine Mischung aus Monkey Island 2, King's Quest V und Loom mit wunderschön gezeichneter Grafik und Humor. Noch bevor Legend of Kyrandia erschien, hatten Louis und Brad jedoch mit einem Problem zu kämpfen. Sie brauchten immer mehr Mitarbeiter. Dadurch stiegen Gehaltskosten, Gesundheitsleistungen und so weiter. Weshalb sie Legend of Kyrandia sowohl Martin Alper von Virgin Interactive als auch Ken Williams von Sierra Online anboten. Beide waren derart angetan von dem Adventure, dass sie gleich ganz Westwood Associates kaufen wollten. Das verärgerte Brad, dem es nicht ums Geld ging. Sierra bot Westwood an, vollkommen unabhängig zu bleiben, wodurch Brad die Idee weniger kritisch sah. Als es jedoch zu den eigentlichen Verhandlungen kam, machte Sierra deutlich, dass das Duo nicht mal einen Bleistift ohne ihre Genehmigung anschaffen dürfte. Virgin auf der anderen Seite wollte sich komplett aus dem Tagesgeschäft raushalten und ihnen künstlerische Freiheit und alle benötigten Mittel geben, weshalb Brad und Louis Martin Alpers die Zusage erteilten. Virgin Interactive taufte die Firma in Westwood Studios um und gab ihnen ein mehrstöckiges Gebäude im Industriepark am McCarran Flughafen von Las Vegas. Das Team war auf 50 Mitarbeiter angewachsen, von denen allein 20 Künstler waren, denn CGI gab es damals noch nicht. Sämtliche VGA-Grafik wurde per Hand gezeichnet. Der Wachstumsschub gab Brad und Louis die Möglichkeit, an 3 oder 4 Spielen gleichzeitig zu arbeiten. Hatte aber ebenso den Nachteil, dass sie die gesamte Firmenleitung Virgin überließen. Im Dezember 1992 ließ das Studio Dune 2 auf die Menschheit los. Augenscheinlich ein Nachfolger zu Cryo Interactive's Adventure, was wiederum auf David Lynchs Verfilmung der Dune-Romane basierte. Trotz der namentlichen Verbindung gab es aber keinerlei Gemeinsamkeiten zwischen den Spielen, da sie parallel von unterschiedlichen Firmen entwickelt und nahezu gleichzeitig fertig wurden. Virgin hatte im Frühling 1990 die Lizenz erworben, weil die Dune-Romane alleine in den USA 4 Millionen Fans hatten. Doch Cryo's Adventure lag durch Frank Herberts persönliches Eingreifen vorübergehend auf Eis. Daher kam Graham Devine, welcher zu der Zeit für Virgin tätig war, auf die Idee, die Lizenz mit einem ressourcenbasierenden Strategiespiel zu verbinden. Wofür er Westwood wiederum die Lizenz anbot und ihnen empfahl, sich Technosofts Herzog 2 anzusehen. Brad hatte schon während der Eye of the Beholder Entwicklung eine kleine Meinungsverschiedenheit mit SSI's Chuck Krogel gehabt, weil er der Überzeugung war, SSI's Umsatzrückgang derer Strategiespiele wäre kein allgemein schwindendes Interesse der Käufer, sondern läge an der fehlenden Innovation und SSI's schlechtem Design. Brad selbst wollte die Echtzeitkämpfe ihrer Eye of the Beholder Spiele mit einem Strategiespiel wie Bullfrog's Populous verbinden. Also nahmen die Westwood Studios Virgins Vorschlag an. Brad Sperry entwickelte zusammen mit Joe Bostick und Mike Legg Dune 2 Battle for Arrakis. Neben der unterhaltsamen Herzog 2 Inspiration holte sich Brad die Interface-Idee von der Mac-Oberfläche. Die äußerst simple Design-Dynamik, Desktop-Objekte mit der Maus auszuwählen. Dune 2 wird rückblickend von den meisten Leuten als das erste Echtzeitstrategiespiel angesehen, auch wenn Spiele wie Herzog 2 oder Megalomania deutlich früher waren. Der Spieler übernahm die Rolle des Kommandanten einer der 3 rivalisierenden Häuser, den noblen Atreides, den bösartigen Harkonnen oder hinterlistigen Ordos. Prinzipiell überwiegend farblich unterschiedliche Fraktionen, blau, rot oder grün, mit nur 2 besonderen einzigartigen Einheiten auf jeder Seite und einer recht starken Beschränkung von maximal 32 baubaren Einheiten. Der Spieler musste aus der Vogelperspektive mit Harvestern Spice sammeln, konnte mit dem Erlös Basen bauen und damit wiederum Angriffstruppen produzieren. Als Dune 2 1992 für MS-DOS-PCs erschien, wurde es von allen geliebt,
Es erhielt Wertungen jenseits der 90%, wurde mehrfach zum Strategiespiel des Jahres gewählt und gilt laut Time Magazine bis heute als eines der 100 besten Werke der Videospielegeschichte. Logischerweise folgten unzählige Umsetzungen für alle anderen Systeme. In Anbetracht von SSIs endlosen Fortsetzungen ist es kaum verwunderlich, dass sie sich schon bei der Auslieferung von Eye of the Beholder 2 Ende 1991 einen dritten Teil von Westwood wünschten. Doch Westwood war mit anderen Projekten ausgelastet und von Spiel zu Spiel immer weniger von den Dungeons & Dragons Restriktionen begeistert gewesen. Deshalb standen sie SSI bei Eye of the Beholder 3 Assault on Mist Renor lediglich beratend zur Seite, was Westwood eine geringere Einnahmebeteiligung der 50.000 verkauften Eye of the Beholder 3 Exemplare einbrachte. Der dritte Teil bot nur wenige neue Features, wie einen All-Attack-Button oder die Möglichkeit, mit Hellebarden aus der hinteren Reihe angreifen zu können. Obwohl die durch Dungeons robbenden Riesen eine willkommene Überraschung waren, stellte Eye of the Beholder 3 das Ende der Reihe dar. Das Westwood-Team ging währenddessen ein großes Risiko ein. Westwoods Programmierer Philip Gorrow hatte den Vorschlag gemacht, auf Basis ihrer bestehenden Eye of the Beholder Engine einen eigenen Rollenspiel-Franchise aufzubauen. Westwood stellte mit Bill Crumb einen weiteren Designer ein und der plante mit Philip dann die Lands of Lore-Reihe. Ihr globales Ziel war es, Eye of the Beholder 2 in jeder Hinsicht zu übertreffen. Das bedeutete, Lands of Lore, The Throne of Chaos, musste mehr Storydichte, einfachere Regeln und ein insgesamt unterhaltsames Spiel werden. Brad Sperry war besonders darauf bedacht gewesen, Lands of Lore benutzerfreundlicher zu gestalten, womit nicht nur das Interface gemeint war, welches nun im Standard-Layout bereits Zugriff auf Ausrüstungsgegenstände gab, sondern vielmehr das Charaktersystem. Brad grauste es davor, ein statistikumfassendes Charaktersystem zu implementieren, was den Casual Gamer nur abschreckte. Deshalb entschied er, diesen Punkt gänzlich zu überspringen. Charakterwerte wurden auf Angriffskraft, Verteidigung sowie Magie beschränkt und der Spieler durfte lediglich eine Auswahl aus 4 vorgefertigten Charakteren treffen. Genauso wurden die wochenlangen Campingtouren auf den Fluren der Dungeons reduziert. Es erschien Brad nutzlos, den Spieler so lange auf Camp rumhacken zu lassen, bis alle Charaktere D&D-konform auf 100% geheilt waren. Es entstand eine wunderschöne Welt aus 30 unterschiedlichen Grafiksets, rangierend von Burgen zu Kerkern, Sümpfen, altertümlichen Ruinen bis hin zum Weißen Turm, in welcher der Spieler King Richard aus den Fängen der gestaltenwandelnden Hexe Scotia resten musste. Da Virgin zur Zeit des Lands of Lore Releases die CD-ROM pushen wollte, wurde das Rollenspiel zu Westwoods erstem Spiel auf CD. Den neu gewonnenen Speicherplatz nutzten sie für Sprachausgabe. In die Rolle von King Richard schlüpfte der damalige Star Trek The Next Generation Kapitän Patrick Stewart, der für $30.000 beeindruckend das umwerfende Intro vervollständigte. Die Lands of Lore Entwicklung nahm jedoch einen kleinen Rückschlag hin. Während Westwood noch an ihrem Spiel feilte, revolutionierte Looking Glass Technologies den Rollenspielmarkt mit dem ersten 3D-Rollenspiel Ultima Underworld. Für The Throne of Chaos war es zu spät, die 2D-Engine komplett auf 3D umzustellen. Stattdessen bauten sie einen kleinen Verwischen-Effekt ein, welcher zumindest vorgaukelte, der schrittweise Fortschritt würde geschmeidig ablaufen. Trotz dieses Mankos schaffte es Lands of Lore, The Throne of Chaos, zumindest auf eine 86% Durchschnittswertung und die Magazine beschrieben es als alles, was Eye of the Beholder hätte sein sollen. Eine Anspielung auf Lands of Lore war im nächsten Legend of Kyrandia, The Hand of Fate, zu finden. Als Easter Egg enthielt es einen Brief von Scotia, der andeutete, dass beide Spielereien im gleichen Universum stattfanden. Hand of Fate spielte Jahre nach Brandons Abenteuer. Es versetzte den Spieler in die Rolle der wunderschönen Alchemistin Santia, die ebenfalls Kyrandia retten musste. Dieses Mal löste sich jedoch das Land selbst Schritt für Schritt auf und Santia sollte es wieder verankern. Westwood teilte das lineare Abenteuer in 7 Abschnitte auf,
bei denen sich der Spieler keinerlei Gedanken machen musste, Gegenstände aus dem vorangegangenen Abschnitt zu vergessen, wie es bei anderen Adventures derzeit möglich war. Bei jedem Übergang verlor der Spieler automatisch alle unwichtigen Gegenstände und behielt nur die relevanten. Damit Hand of Fate nicht zu simpel wurde, bauten die Entwickler eine Vielzahl dieser Red Herrings ein und konstruierten sogar komplette, nutzlose Orte, wie die Kannibaleninsel Mustard Island. Legend of Kyrandia 2 war in puncto Puzzle Design ein eindeutiger Aufstieg. Die Trial and Error Puzzles aus Brandons Zeit waren verschwunden und beinahe jedes neue Rätsel logisch aufgebaut. Legend of Kyrandia Book 2 wurde von vielen Spielern als der beste Teil der Reihe betrachtet. Die deutsche ASM gab ihm, wie einige andere Magazine, volle 100 Punkte. Das Westwood-Team war unaufhörlich bemüht, das Point-and-Click-Adventure-Genre zu innovieren. Nach einem selten vorkommenden weiblichen Protagonisten im zweiten Buch durfte der Spieler im dritten den ehemaligen Hofnarr und Bösewicht des ersten Spiels Malcolm verkörpern. Am Ende von Buch 1 als Statue zurückgelassen, befreite ein Blitz Malcolm aus seinem Gefängnis und ersinnte nach Rache an Brandon. Malcolms bösartige Ader wurde durch Gunter, sein schlechtes Gewissen, verstärkt, was immer stichelte, wenn der Spieler etwas Gutes tat. Obendrein konnte der Spieler nach Thantias Alchemistenkessel zum Tränkebrauen am Lygometer wählen, wie sarkastisch sich Malcolm in Unterhaltung verhalten sollte. Ein äußerst spaßiges Instrument, das eine zusätzliche Rätselebene ins Spiel integrierte. Die zu schlichten und offensichtlichen Rätsel waren der größte Kritikpunkt der Redakteure für Kyrandia 1 und 2 gewesen, weshalb Westwood den Schwierigkeitsgrad von Legend of Kyrandia 3, Malcolm's Revenge, deutlich anhob, was teilweise zu obskuren Rätseln führte, für die es nun jedoch multiple Lösungen gab. Genau wie die Lucasfilm-Konkurrenz mit Sam & Max zu der Zeit, versteckte auch das Westwood-Team ihr neues Interface und machte Platz für bildschirmfüllende Landschaftsbilder. Trotz der lediglich 80 Schauplätze wurde Malcolm's Revenge ein deutlich umfangreicheres und vor allem humorvolleres Adventure als seine Vorgänger. Besonders bei deutschen Kritikern kam Kyrandia 3 mit durchschnittlich 90% Wertung extrem gut an. Bedauerlicherweise wurde es dank Westwoods Erfolg mit den Echtzeitstrategiespielen das letzte klassische Adventure der Firmengeschichte. Der Verkauf an Virgin Interactive Entertainment brachte den Westwood Studios neben ihren eigenen IPs eine Vielzahl neuer Aufträge ein. Da Virgin zu der Zeit der europäische Publisher von Capcom war, durfte das Westwood-Team 1996 das erste Resident Evil-Spiel für Windows-PCs konvertieren. Außerdem hatte Virgin Interactive Entertainment für stolze 10 Millionen Dollar die Rechte an Disneys Aladdin, König der Löwen und Dschungelbuch erworben. Virgin selbst hatte die Entwicklung des Aladdin-Plattformers übernommen und Westwood angeboten, mit ihrer bereits vorhandenen Engine Lion King fertigzustellen. Als Aladdin jedoch 4 Millionen Verkäufe erreichte und damit zum drittbesten verkauften Mega Drive-Spiel aller Zeiten wurde, verließ Programmierer David Perry Virgin, um seine eigene Firma Shiny Entertainment zu gründen, wodurch Westwood gezwungen war, bis zum 6 Monate entfernten Kino-Release eine neue Engine für Super Nintendo und Mega Drive zu schreiben. Da der Film selbst noch in Produktion war, bekam das 13-köpfige Team obendrein die Grafiken nur häppchenweise von Disney übermittelt und musste die meiste Arbeit in lediglich 2 Monaten über die Bühne bringen. Aber die Überstunden zahlten sich aus. Die Super Nintendo-Version verkaufte sich allein in den USA 1,2 Millionen Mal und Sega bundelte die Mega Drive-Version mit ihrer Konsole, wodurch Virgin erneut 4 Millionen Exemplare umsetzte. Das summierte sich 1994 zu einem Jahresumsatz von 150 Millionen US-Dollar bei Virgin Interactive Entertainment. Als Richard Branson, der Eigentümer des Virgin-Gesamtimperiums, davon Wind bekam, verkaufte er die Videospielesparte für 250 Millionen an Blockbuster Video. Bereits seit der Fertigstellung von Dune 2 hatten Brad und Joe an einem indirekten Nachfolger gearbeitet. Wie mit den Rollenspielen wollten sie sich von den Lizenzprodukten lösen und ein eigenes IP erschaffen.
Ihr erstes Konzept war ein Command and Conjure getauftes Fantasy-Setting mit Zauberern und Burgen. Wobei sie namentlich zwei gleiche Buchstaben wie beim mächtigen Dungeons & Dragons Regelwerk anstrebten. Doch da parallel der Golfkrieg tobte, ließen sie sich von dem modernen Militärthema mitreißen und gaben dem Spiel einen kleinen Sci-Fi-Touch. Dunes Windfallen verwandelten sich in Kraftwerke, der ikonische Mammuth-Tank entstand aus dem Harkonnen Devastator, Trikes und Quads wurden zu Notbikes und Attack-Buddies. Als Ersatz für die Spice-Melange entstand Tiberium, wofür sie sich aus dem 50er-Jahre-Streifen Das Geheimnis des steinernen Monsters bedienten. Wie im Film regnete der außerirdische Rohstoff in Meteoritenform vom Himmel und sorgte so für den kriegerischen Fortschritt der Menschheit. Sie vereinfachten das Click-Interface weiter und verankerten die Bauoption direkt in der Seitenleiste, statt sie über einen zusätzlichen Bildschirm auszuwählen. Ein weiterer großer Schritt waren die deutlich unterschiedlichen 20 Einheiten der Fraktion. Der Spieler schlüpfte entweder in die Rolle eines Kommandanten der guten Global Defense Initiative oder der bösen Brotherhood of Not. GDI-Technologie war schwer gepanzert und langsam zu bewegen. Not-Truppen wiesen nur leichte Panzerung auf und besaßen dafür hohe Geschwindigkeit, ideal für Hit-and-Runs. Ihre Stealth-Tanks gaben zusätzliche Möglichkeiten für Überraschungsangriffe. Im Vordergrund von Command & Conquer standen erneut Ressourcensammlung, Basenbau und letztlich die Vernichtung der gegnerischen Einheiten im Gebiet. Durch das mittlerweile verbreitete neue CD-ROM-Medium und die dadurch exponentiell angestiegene Datenmenge wurde das Kampfgeschehen unterbrochen von Full-Motion-Videosequenzen. Gefilmt vor einem Greenscreen und erweitert mit CGI-Sequenzen. Die Schauspieler waren normale Westwood Studios Angestellte oder Moderatoren für Las Vegas Nachrichtensendung. Die einzige Person mit schauspielerischer Ausbildung war Joseph Duke-Cuken. Er hatte bereits Brandon in den Legend of Kyrandia Spielen seine Stimme geliehen und verkörperte nun den charismatischen Oberbösewicht Kane. Was Joseph zu einer unerwarteten Berühmtheit werden ließ. Die Zwischensequenzen an sich trugen einen Großteil zum Erfolg des Spiels bei. Im Besonderen der Umstand, dass die Figuren den Spieler direkt ansprachen. Ein noch größeres Zugpferd war jedoch der neue Mehrspielermodus, bei dem sich bis zu 4 Spieler per Netzwerk bekämpfen konnten. Command & Conquer war nicht perfekt. Das war in der Einzelspielerkampagne gerade an der Gegner-KI zu spüren, die gänzlich hardcoded war. Aber die Mischung war äußerst gelungen und hatte es vor allem zuvor noch nicht gegeben. Als die Westwood Studios Command & Conquer im August 1995 auslieferten, wurde es ihr größter kommerzieller Erfolg. Mit einem derartigen Durchbruch hatte keiner gerechnet. Westwood produzierte initial gerade mal 60.000 Exemplare, verkaufte jedoch in kürzester Zeit 1,5 Millionen und im späteren Verlauf 3 Millionen Exemplare. Eine bis dahin undenkbare Verkaufszahl für ein Strategiespiel. Die dreijährige Entwicklungsphase machte sich voll und ganz bezahlt. Die Westwood Studios wuchsen zu einer der erfolgreichsten Firmen überhaupt, mit einem Marktanteil von 5-6% weltweit. Sie lieferten mit Covered Operations ein Erweiterungsset für C&C nach und aus der Begeisterung der Spielergemeinde für die Multiplayer-Matches entstand Command & Conquer Soul Survivor. Ein Online-Multiplayer-Spiel mit bis zu 50 Spielern in einem Deathmatch-Szenario. Das Experiment setzte sich nicht durch, aber Westwood übernahm es später mit veränderter Grafik-Engine als Multiplayer-Modus von C&C Renegade. Eigentlich sollte den Covered Operations noch ein zweites Erweiterungsset für Command & Conquer folgen. Es war auf ein Zweiter Weltkrieg-Thema getrimmt mit gänzlich vom Grundspiel gelöster Geschichte. Aber im Verlauf der Entwicklung kamen mehr und mehr neue Einheiten und Features hinzu, weshalb Westwood es zu einem eigenständigen Produkt machte. Entgegen der fiktiven Zukunftsvision von C&C war Red Alert als erlebte Geschichte des Zweiten Weltkriegs gedacht. Doch je mehr das Team davon realisierte, desto langweiliger wurde es. Gestützt auf verrückten Ideen wie dem Philadelphia-Experiment entstand stattdessen ein Plot über die beiden rivalisierenden Wissenschaftler Albert Einstein und Nikola Tesla.
In dem nun offiziellen Command & Conquer Vorgängerspiel reiste Einstein in der Zeit zurück, um Adolf Hitler zu töten, bevor dieser die Macht ergreifen konnte. Was aber zu einem Konflikt zwischen Sowjetunion und der USA führte. Spielerisch war Command & Conquer Red Alert sehr ähnlich dem ersten Teil. Doch mit einigen neuen Waffen wie Tesla-Spulen, Chronosphären, Schattengeneratoren sowie einem eisernen Vorhang und selbstverständlich komplett überholtem Balancing. Für die neuen FMV-Sequenzen hatte sich das Westwood Studios Team einen neuen Anreiz ausgedacht, besonders für das männliche Publikum. Sie ersetzten den Kommando gegen die Einzelkämpferin Tanja. Eigentlich waren am Anfang sogar zwei weibliche Hauptcharaktere geplant gewesen. Tanja und Megan, beide Ex-IRA-Soldatinnen. Megan war die Sprengstoffexpertin und Tanja das Pistolengirl, doch der Plot bot nicht genug Raum für beide. Red Alert war nicht ganz so innovativ wie das erste Spiel, bekam im November 96 aber dennoch eine 90% Durchschnittswertung und Game of the Year Auszeichnungen. Außerdem betrieb Westwood für die Internet-Matches kostenlose Server. Command & Conquer Red Alert bekam letzten Endes selbst zwei Erweiterungssets, Aftermath und Counter-Strike, die dieses Mal jedoch wegen C&C Tiberian Sun nicht von Westwood produziert wurden, sondern vom Londoner Intelligent Games. Mit der zunehmenden Menge von 3D-Rollenspielen seit dem Erscheinen von Lands of Lore 1 war dem Westwood-Team klar, dass auch ihr Nachfolger in die dreidimensionalen Regionen eintauchen musste. Das größte Problem daran war jedoch, dass keiner vom Team Ahnung von derartiger Programmierung hatte. Selbiges galt für die Grafiker des Teams. Rick Parks hatte ein wenig Erfahrung im Umgang mit Lightwave, doch effektiv mussten alle den Umgang mit 3D Studio von Grund auf erlernen. Hinzu kam, dass Brett sowie Louis zur gleichen Zeit an Command & Conquer arbeiteten und auch das LOL-Team viel Zeit mit C&C Multiplayer-Matches verbrachte. So zog sich allein die Pre-Production von Guardians of Destiny mehrere Jahre hin. Der Titel Guardians of Destiny ist im Übrigen eine Referenz des von Malcolm gestohlenen Crygames im ersten Teil von Legend of Kyrandia. Lands of Lore 2 drehte sich um Scotias verfluchten Sohn, der sich zwischen Gut und Böse entscheiden musste und so sogar auf zwei Arten ausgehen konnte. Es wurde als inhaltlich gutes Rollenspiel angesehen, gleichzeitig jedoch für seine sehr veraltet wirkende Grafik, merkwürdige Steuerung und schlecht integrierte FMV-Sequenzen kritisiert. Obwohl die Wertungen ähnlich gut wie beim Debütprodukt waren, schwanden die Absatzzahlen. Ein weiterer Meilenstein wurde dafür die Videoadaption von Ridley Scotts Filmmeisterwerk Blade Runner, Louis' absoluter Lieblingsfilm. Selbstverständlich, dass Louis direkt mit der Ausarbeitung eines Spielkonzepts begann, als Virgin die Lizenz angeboten bekam. Entgegen den konkurrierenden Entwürfen, die schlichtweg als Ego-Shooter Replikanten in den Ruhestand schicken wollten, ging es Louis darum, die emotionale Stimmung einzufangen und eine Geschichte parallel zum Film zu erzählen. Er arbeitete mit Rick Parks und Aaron Powell einen Privatdetektiv aus, der wie Deckards Figur eine Gruppe Replikanten jagen musste, die zur Erde geflohen waren. Prinzipiell war Westwoods Blade Runner ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Westwood ging jedoch vollkommen neu an das Genre heran und beschrieb es selbst als das erste Real-Time-Adventure, weil Komponenten des Spiels zum Start zufällig generiert wurden. So wechselte zum Beispiel der Status von Charakteren in unterschiedlichen Durchläufen zwischen Mensch und Replikant. Zudem hatte Blade Runner nicht die typische Kombiniere Gegenstand X mit Y-Mechanik. Es ließ den Spieler stattdessen Hinweise suchen und daraus via eines ESPA genannten Computeranalysesystems die richtigen Schlüsse ziehen. Die Void-Kampfmaschine ermöglichte es dem Spieler, wie im Film, zu prüfen, ob der Gegenüber Mensch oder Replikant war. Ein äußerst interessantes Feature, da der Spieler selbst den Test manipulieren und dadurch das Ergebnis sowie den gesamten Spielverlauf verändern konnte. Louis und sein Team wollten nicht den Film nacherzählen, aber sich darauf beziehen. Das Ergebnis war eine Welt, in welcher der Film im Hintergrund ablief. Der Spieler konnte dieselben Orte aufsuchen und sogar Ereignisse des Films kreuzen, bis hin zu Rutger Hauers Showdown-Monolog auf dem Dach.
Westwood engagierte dafür Sid Mead von der ursprünglichen Filmcrew und gestaltete zusammen mit ihm Originalschauplätze wie das Polizeirevier, Deckard's Apartment oder Chinatown. Blade Runner Partnership gestattete es Westwood sogar, einige der Originalschauspieler für Motion-Capture-Aufnahmen erneut ins Studio zu holen. Joseph Kukan, Command & Conquer's Kane, übernahm sowohl das Casting neuer Leute als auch die Regie. Die Aufnahmen verwandelte Westwood in extrem detaillierte Charaktermodelle mit je 750.000 Polygonen. Da damalige Grafikkarten jedoch nur ein paar hundert Polygone gleichzeitig berechnen konnten, entwickelte das Team ein sehr abgedrehtes System, eine Art Voxelhülle für die Modelle. Es kam allgemein gut an, aber viele Charaktere sahen extrem pixelig aus, weil Westwood die Zeit fehlte, alles per Hand nachzuarbeiten. Als Ray McCoys Blade Runner Abenteuer im Oktober 1997 fertig war, verkaufte Westwood über 1 Million Exemplare. Eine unglaubliche Zahl, die sonst nur Sierras Phantasmagoria oder Broderbunds Mist vorbehalten war. 1998 hatten die Westwood Studios bereits 105 Mitarbeiter und machten in dem Jahr einen Umsatz von 120 Millionen Dollar. Ungeachtet ihres Erfolges wurde Virgin Interactives Besitzer Blockbuster zwischenzeitlich von Viacom übernommen. Viacom hatte sich in der Vergangenheit bereits einmal die Finger verbrannt, als sie versuchten, mit Viacom New Media auf dem Videospielesektor Fuß zu fassen und dadurch ca. 100 Millionen verloren. Virgin Interactive kostete sie 1997 ebenfalls mehr Geld, als es einbrachte. Als Viacom-Eigentümer Sumner Redstone beim Management-Meeting die Geschäftspläne für 1998 von Paramount, Blockbuster sowie Virgin Interactive präsentiert bekam und die Forderung von weiteren 90 Millionen Dollar seitens Virgin sah, entschied er sie, stattdessen vor die Tür zu setzen. Virgin Interactives Chefs Tim Chaney, Martin Alper, Brad Sperry und Tom Allen versuchten von da an die nächsten 16 Monate vergeblich einen Käufer für Virgin Interactive zu finden. Als das nicht gelang, beschloss Viacom, Virgin Interactive Entertainment häppchenweise zu verscherbeln. Dadurch trat Virgin Interactive während Westwoods Entwicklung ihres Dune 2000 Remakes in Verhandlungen mit Electronic Arts. EA erwarb die US-Niederlassung von Virgin Interactive Entertainment für 122,5 Millionen US-Dollar. Brad Sperry und Lewis Castle erhielten 5-Jahres-Verträge von EA und das Studio arbeitete für ihren neuen Meister als nächstes am dritten und letzten Teil der Lands of Lore-Rollenspielreihe. Das First-Person-Hack-and-Slay-Abenteuer erntete lediglich Kritik für seine veraltete Grafikengine, grauenvolle künstliche Intelligenz und schlichtweg unbefriedigende Spielerfahrung. Eine Entwicklung, die man in Anbetracht des Entwicklungsprozesses jedoch nicht EA alleine in die Schuhe schieben konnte. Lewis erläuterte im Nachhinein, dass es durch seinen Primärfokus auf Command & Conquer unausgereift war. Electronic Arts stellte den Franchise nach dieser katastrophalen Fortsetzung ein. Westwood hatte zu dem Zeitpunkt bereits Ideen für den vierten Teil ausgearbeitet, denn die Reihe war als 8-teilige Geschichte ausgelegt gewesen. Doch mit den Rechten in EA-Besitz und deren Weigerung, sie an Dritte zu vergeben, war 1999 das endgültige Ende für Lands of Lore. Dieses Schicksal war jedoch völlig unabhängig von Westwoods letztem Echtzeitstrategiespiel, Tiberian Sun. Eine mehr postapokalyptische Sci-Fi-Fortsetzung 30 Jahre nach Tiberium Dawn, wo das Tiberium über den gesamten Planeten gewachsen war und ihn vergiftete. Westwoods übergeordnete Ziele für Tiberian Sun waren, die Geschichte voranzutreiben und dem Spieler mehr Optionen im Kampf zu geben. Statt Schlüsselelemente des ersten Spiels zu verbessern, brachten sie neue Technologien ins Spiel ein, wie deformierbare Umgebungen, Brücken und unterirdische Einheiten, wodurch kaum noch Code des ersten Spiels bestehen blieb. Das resultierte wiederum in unzähligen Bugs, einer komplett überholten Game Engine und 4 Jahren Arbeit. Ebenso veränderte Westwood den Missionsaufbau. Statt diese vorgegeben zu bekommen, konnte der Spieler auf der Weltkarte nun selbst sein Vorgehen bestimmen und dadurch Bonuslevel sowie zusätzliche Belohnungen freischalten. Für die Videosequenzen standen nun echte Schauspieler wie Michael Biehn und James Earl Jones bereit. Die Erwartungen der Öffentlichkeit waren, angetrieben durch den Erfolg der ersten beiden Spiele und Blizzards konkurrierendem StarCraft, extrem hoch.
Zudem erhielt Westwood Druck von Electronic Arts, die ihre neue Cash Cow natürlich möglichst schnell auf den Markt bringen wollten. EA verkaufte mehr als 1,7 Millionen Exemplare von Tiberian Sun, obwohl die Durchschnittswertung nicht mal 80% erreichte. Viele langjährige Westwood-Mitarbeiter verließen das Studio in den Monaten nach der EA-Übernahme, weil Tiberian Sun ihrer Meinung nach halb fertig war, als EA entschied, es bereits zu veröffentlichen. Ein Teil dieser fehlenden Features wurde laut denselben Ex-Mitarbeitern später in dem Firestorm-Erweiterungsset ausgeliefert. Zusammen mit Brad und Louis Firma hatte EA ebenso Virgin Interactive Studio in Irvine, Kalifornien übernommen. Das taufte Electronic Arts nun Westwood Pacific. Unter der Aufsicht von Louis produzierte das Zweitstudio im Jahr 2000 Command & Conquer Red Alert 2. Es spann die fiktive Geschichte weiter, indem die Russen eine Invasion der USA begannen. Red Alert 2 hatte eine ausgefeilte Story und qualitativ bessere Videosequenzen, traf aber nicht hundertprozentig den Geschmack der Zielgemeinde. Mit einem 84-Punkte-Metacritic-Rating brachte EA gut 1 Million Exemplare davon unter die Leute. Garantiert rentabel für EA, aber verglichen damit, dass sich das 3 Jahre ältere StarCraft noch immer wie geschnitten Brot verkaufte und so langsam auf 10 Millionen Verkäufe zuging, nicht gerade ein Meilenstein. Westwood Pacific produzierte im gleichen Jahr Nox, ein Diablo-ähnliches Spiel, was Erfinder Michael Booth als geupdatete Version von Ataris Gauntlet bezeichnete. Er hatte die Echtzeitkämpfe als Mischung aus Magic the Gathering und Mortal Kombat geplant, bei denen der Spieler mit Kombos am Joypad Angriffe auslösen konnte. Das Westwood Pacific Team sah dieses System jedoch als zu komplex für den Casual Gamer an und gab ihm stattdessen die genre-typische Maussteuerung mit numerischen Quickslot-Tasten. Das Fantasy-Action-RPG, bei dem der Spieler einen Krieger, Magier oder Beschwörer spielen konnte, wurde für das innovative kriegsnebelartige True-Sight-System gelobt. Trotz einer aufwendigen Marketingkampagne seitens Westwoods versagte Nox komplett. Es erhielt eine 81% Durchschnittswertung und EA verkaufte nicht mal annähernd 100.000 Exemplare. Nox ging neben Blizzard Entertainment's Diablo 2 schlichtweg unter. Es dauerte volle 2 Jahre, bis die eigentlichen Westwood Studios mit Emperor Battle for Dune im Juni 2001 eine Art Nachfolger zu ihrem Dune 2000 herausbrachten. Es hatte eine komplett neue Geschichte, neue Einheiten und natürlich bessere Grafik, aber die allgemeine Beschreibung lief mehr auf Déjà-vu hinaus. Es war kein schlechtes Spiel, jedoch fernab der bahnbrechenden Standards, die Westwood früher gesetzt hatte. Zur Zeit des ersten Command & Conquer hatte Westwood bereits erste Prototypen eines Ego-Shooters für Command & Conquer Commando Missions erstellt. Das Konzept Anfang 1996 komplett verworfen und ein Jahr später doch wieder aufgegriffen. Nach insgesamt 5 Jahren Entwicklungszeit kam im März 2002 tatsächlich Command & Conquer Renegade auf den Markt. Als Setting diente das erste Strategiespiel, also der erste Tiberium-Krieg. Der Spieler übernahm die Rolle von Nick Havoc Parker, einem Kommando, der von Nod gekidnappte Tiberium-Wissenschaftler retten musste. Für Fans des Franchises war es sicherlich interessant. Neben einem normalen Waffenarsenal konnte Nick in GDI- und Nod-Fahrzeuge einsteigen und sogar mit einem Mammut-Tank durch die Gegend fahren. Zum Release funktionierte die Gegner-KI jedoch nicht richtig, was den von Soul Survivor übernommenen Multiplayer-Modus interessanter machte als die eigentliche Singleplayer-Kampagne. Außerdem besaß C&C Renegade eine eher durchschnittliche Grafik und musste sich mit mehreren erfolgreichen Medal of Honor-Titeln messen. 70% Wertung waren die Regel. Mit dem Release von Ultima Online 1997, was erstmalig eine MMO-Welt mit ansprechender Grafik verband, hatte Westwood die Entwicklung ihres MMORPGs Earth and Beyond begonnen. Ein weiteres relativ unbeschriebenes Genre zu der Zeit, von dem sich EA nach Ultima Online enorme Gewinne versprach. Earth and Beyond versetzte den Spieler ins Jahr 2075, wo die Menschheit das Weltall bevölkerte. Der Spieler hatte die Wahl zwischen einem von 3 Völkern, den Progen, Genkai oder Terranern, die grundlegend alle Menschen mit anderer Abstammung waren.
Es standen 6 Klassen zur Verfügung, von denen jedoch jedem Volk nur 2 zur Auswahl standen. Diese Wahl bestimmte zudem die Art des Spielerraumschiffes. Das grundlegende Spielprinzip bestand darin, das eigene Schiff aufzurüsten, eine bestimmte Anzahl niedrigstufiger Monster zu töten, dadurch Bosse spawnen zu lassen und die zu besiegen. Die Beute konnte wiederum auf dem Ingame-Markt verkauft werden. Dabei hielt der Spieler 3 Arten von Erfahrung: fürs Erkunden der Galaxie, Bekämpfen von Gegnern und letztlich das Handeln. Als Earth and Beyond im September 2002 erschien, zog es das allgemeine Interesse auf sich, konnte die Spieler aber auf Dauer nicht motivieren, die Abo-Gebühren zu bezahlen. EA nahm die Earth and Beyond Server im März 2004 vom Netz. Die Schließung der Westwood Studios kam jedoch noch davor. Am 29. Januar 2003 kündigte EA im Rahmen ihres Finanzquartalsberichts an, die Westwood Studios zum 31.03.2003 zu schließen. Dem über 100 Mann starken Team, was jedoch nur noch zu einem Drittel aus ursprünglichen Westwood-Mitarbeitern bestand, wurde angeboten, nach Los Angeles umzuziehen. Electronic Arts schloss sowohl die Westwood Studios in Las Vegas als auch Westwood Pacific in Irvine und vereinte die Reste bei EA Los Angeles. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der C&C-Franchise zu 21 Millionen verkauften Westwood-Spielen geführt. Als das Studio die Pforten schloss, hatten sie noch 3 Spiele im C&C-Universum in der Entwicklung. Command & Conquer Continuum, ebenfalls ein MMO, bei dem der Spieler zwischen verschiedenen Fraktionen wählen konnte, ein Renegade-Nachfolger im Red Alert-Universum, was jedoch nie über die Pre-Production-Phase herauskam, und letztlich Command & Conquer Tiberium Incursion, das echte dritte RTS im Tiberium-Universum. Sollte die außerirdische Rasse Skrinn als Gegner einführen, die das Tiberium zur Erde schickten. Dieser Ansatz fand später seinen Weg in Tiberium Wars von EA's LA Studio. EA verwendete den Franchise ihrerseits für die Produktion 4 weiterer Echtzeitstrategiespiele: Command & Conquer Generals, Command & Conquer Tiberium Wars, Red Alert 3 und Command & Conquer 4. Deren Wertungen nahmen von Spiel zu Spiel ab, bis EA bei der 64% Durchschnittswertung von Command & Conquer 4 beschloss, dass das Echtzeitstrategie-Spielgenre tot sei. Eine Aussage, die Blizzard Entertainment im selben Jahr durch StarCraft II widerlegte, das mit seiner 93% Wertung bereits im Release-Monat 3 Millionen Exemplare verkaufte. EA versuchte sich zudem an diversen First-Person-Shooter-Spin-Offs des Franchises, die aber alle eingestellt wurden: Tiberium, Project Comanche und CC Arena. Brad Sperry zog sich mit Ende seines 5-Jahres-Vertrages lange Zeit aus der Spielentwicklungsbranche zurück und öffnete eine eigene Fotogalerie in Las Vegas. 2009 gründete er zusammen mit seinen Ex-Westwood-Kollegen Egan Ishgreen, Joseph Hewitt und Radé Stojewski Jet Set Games. Die Firma wollte wieder kleinere Spiele für Mobile-Geräte entwickeln. Ihr 2010 veröffentlichtes, rundenbasierendes Fantasy-Strategiespiel Highborn gibt es heute sowohl für iOS, Android als auch über den Steam Store für PC und Mac. Lewis Castle blieb noch bis 2009 bei Electronic Arts, wo er das Blueprint Studio beaufsichtigte, was in Zusammenarbeit mit Steven Spielberg und den Arkane Studios LMNO produzierte. Anschließend legte Lewis einen kurzen Gastauftritt bei Instant Action hin und ist seit 2011 für den Casino-Zulieferer und Spieltischhersteller Shufflemaster tätig. Ab und zu gibt er noch Interviews zu den Meisterwerken seiner Vergangenheit. Der Großteil von Westwoods Echtzeitstrategiespiele-Entwicklerteam gründete einen Tag nach der Schließung in Las Vegas Petroglyph Games. Zu ihrem Team zählen sowohl Joe Bostick, der Chefentwickler von Dune 2 und Command & Conquer, Mike Legg, der Westwood seit den Garagenzeiten begleitete und an beinahe jedem Spiel mitgearbeitet hatte, sowie Chuck Crowell von SSI. Petroglyphs erstes Spiel war Star Wars Empire at War, ein Echtzeitstrategiespiel mit Weltraum- sowie Bodenschlachten im Star Wars-Universum. Dieser Debüttitel der damals unbekannten Firma verkaufte sich bereits mehr als 100.000 Mal. Seit 2003 hat Petroglyph 20 Echtzeitstrategiespiele wie Grey Goo oder 8-Bit Armies herausgebracht.
Im August 2018 kam mit Forge Battalion ein weiteres hinzu. Heute, 15 Jahre nach Westwoods Schließung, hat Electronic Arts beschlossen, die Command & Conquer-Reihe als Remastered-Version neu aufzulegen. Für die Entwicklungsarbeit kooperieren sie nun wieder mit den ehemaligen Erfindern des Genres bei Petroglyph Games. There is a very unstable situation on the ground that is unfolding very quickly.